Ja, hallo YouTube, hier ist Bui Graxen. Ich bin heute durch diese herrliche Winterlandschaft gewandert mit meinem Materialschlitten. Ja, es zieht leider schon langsam zu und wird frisch. Ich habe vielleicht noch halbe, dreiviertel Stunde Tageslicht und ich werde mir hier an dieser Stelle ein Winterbiwak einrichten. Ja Leute, es hat endgültig zugezogen, bewölkter Himmel, es dämmert auch schon kräftig, vielleicht noch 10 Minuten, Viertelstunde vernünftiges Licht. Ja, mein kleines Winterzelt steht endlich. Ich habe wirklich jede Abspannleine ausgenutzt und auch den Schnee auf die Stormflaps geschaufelt. Und das Ganze dauert doch etwas länger, als man es vielleicht von einer Sommeraufstellvariante gewohnt ist. Der Schnee ist relativ locker und ja, selbst wenn man Schneeheringe benutzt, braucht das seine Zeit, bis alles fixiert ist und bombig hält. Ja, am Nachmittag hat es noch plus 3, plus 4 Grad gehabt in der Sonne und mittlerweile hat es deutlich abgekühlt, also minus 4, minus 5. Schauen wir mal, wie kalt es in der Nacht tatsächlich wird. Ich werde jetzt mein Zeug ins Zelt räumen und Schnee schmelzen und mir ein Süppchen kochen. Ich habe mir hier Glühwein zubereitet, also heißen Wein. Und das, was hier oben aufschwimmt, sind Orangen. Die sind beinahe nicht als solche zu erkennen. Ja, ich werde mir dann eine Tasse oder zwei genehmigen und der Rest wandert dann in die Thermosflasche. Ja, es hat etwas leicht zu schneien begonnen. Ich fürchte, man kann es in der Kamera nicht erkennen. Ja, ich werde schon langsam in den Schlafsack kriechen dann. Gute Nacht, Freunde. Guten Morgen, ja, Einblick oder Ausblick in meine kleine Zeltapsis. Ja, obwohl dies ein ausgewiesenes Winterzelt ist, so ist dieser Vorraum, diese Zeltapsis leider etwas klein geraten und schon mit dem üblichen Krimskrams wie Langlauf-Skischuhe, Kochutensilien, 35 Liter Tagesrucksack und ein paar Wechselsachen ist der Vorraum komplett vollgestopft. Ich habe heute zum Glück die Pulka, also den Transportschlitten, mit dabei und da kann ich ohne weiteres nicht benötigte Ausrüstung zwischenlagern. Ja, im Winter hat man leider immer etwas mehr Ausrüstung mit dabei und wenn ich nur mit Rucksack unterwegs bin und winterbivakieren möchte, dann hat der Rucksack gern mal 100 Liter. Und einen 100 Liter Rucksack hier rein verfrachtet, das nimmt schon den ganzen Platz weg. Ja, Winter und Zelten, da macht ein geräumiger, großer Vorraum durchaus Sinn für das Lagern der Ausrüstung und fürs Kochen. Kurzer Rundblick. Es ist leider trüb. Das herrliche Wetter von gestern ist eindeutig dahin. Vor einer Stunde hatte es circa minus 2 und ja, ich denke, es hat jetzt so um den Gefrierpunkt. Ja, ich werde mir dann schon langsam ein Süppchen gönnen. Ich muss euch was gestehen, mir ist gestern leider ein Kardinalsfehler passiert.
Ich habe wieder mal meine Gamaschen zu Hause vergessen und ich hatte nur meine Langlauf-Skischuhe an zum Zeltaufbau. Und da ist mir dann ständig der Schnee reingerutscht und ich habe es leider viel zu spät gemerkt. Also da waren dann schon die Socken und die Schuhe patschnass und ich habe zu frieren begonnen. Ich habe dann die Schuhe auch ausgezogen, als das Zelt aufgestellt war, und ich habe immer einen dieser Taschenwärmer mit dabei. Der lässt sich mit Feuerzeugbenzin betreiben und der ist seit gestern Abend auch an, wechselweise in den einen und den anderen Schuh. Und trotz dieser Wärmequelle sind die immer noch nass, leider Gottes. Ja, und die Socken, die hingen für ein paar Minuten über der Zeltleine gestern Abend und die waren sofort steif gefroren, sind leider immer noch nass. Ja, ich habe zum Glück immer Wechselsachen dabei, also hier ein dickes Paar Wollsocken, darunter ein dünneres Paar und diese Überziehfüßlinge, die sind sehr lang und im Schnee ganz praktisch, sehen nicht sehr modisch aus, zugegeben, aber die erfüllen durchaus ihren Zweck. Also ich bin in dieser Kombination zwei Paar Wollsocken und diese Überziehfüßlinge hier am Zelteingang für circa zweieinhalb Stunden gesessen und habe Schnee geschmolzen und gekocht. Und das war eigentlich kein Problem. Ich habe hier eine ganz normale Lawinensonde und ich möchte hier mal checken, wie hoch der Schnee liegt. Schauen wir mal. Ich hoffe, das kann man halbwegs sehen. Ja, hier haben wir 70 cm und das ist dann 80. Ja, circa 80 cm. Ja, YouTubers, meine Schlittentour sozusagen, die neigt sich schon langsam dem Ende zu. Ich habe hier noch vielleicht einen Kilometer, eineinhalb über den zugefrorenen See. Dann bin ich wieder beim Parkplatz und beim Auto. Ja, es hat heute früh und am Vormittag leicht geregnet und etwas genieselt und der Schnee ist dementsprechend feucht. Das erschwert natürlich das Vorankommen, weil der klebt super unterm Schiebelag. Ja, ich habe mich deshalb dazu entschlossen, dieser präparierten Loipe zu folgen. Ich hoffe, man kann die paar Markierungsstangen hier erkennen. Da sind vor mir schon ein paar andere Langläufer langgefahren und hier ist das Vorankommen natürlich leichter, als durch den Schnee zu stapfen. Ja, ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Zum Schluss bleibt mir nur noch mein Appell,
geht's raus, bleibt nicht zu Hause sitzen. YouTube ist sicherlich auch noch da, wenn ihr wieder zurück seid. In diesem Sinne, ciao und servus, bis zum nächsten Mal.